Erneut herzlich willkommen aus meiner Sicht. Erkenntnis Nummer 1, an Domen Preutz führt kein Weg vorbei. Erkenntnis Nummer 2, es waren, glaube ich, mehr Polen und Slowenen an Zuschauern an der Schanze als Norweger. Und Erkenntnis Nummer 3, im Moment fällt es den Deutschen schwer, unter die besten 10 zu kommen. Widerspruch. Na, das wäre ja ganz eine neue Situation, wenn ich jetzt keinen Widerspruch hätte. Bei den ersten beiden Sachen liegst du 100% richtig. Bei der dritten, ich meine, es ging doch relativ einfach für Markus Eisenbichler auf Platz 7 zu springen. Wenn man 10 Plätze gut macht gegenüber dem ersten Durchgang, ich habe ja nicht gesagt, es ist aussichtslos, unter die besten 10 zu springen. Ich habe gesagt, es fällt den deutschen Springern etwas schwer. Wir könnten auch formulieren, es fällt bis auf Markus Eisenbichler den deutschen Springern schwer. Dann haben wir eine Linie gefunden. Na bitteschön, das wäre ja das erste Mal, dass wir keine Linie finden. Ansonsten ein Tanz im Nebel, trotzdem großer Sport und Überraschungen. Naja, gut, einer deiner Emporkömmlinge, der war beim Sepp Kratzer und Sepp hat gesagt, nee, Bickner, du nicht. Kann passieren, aber er übt es vielleicht auch noch. Ja. Auf der anderen Seite wird ihn das jetzt auch nicht umwerfen oder zurückwerfen. Es ist natürlich ärgerlich für ihn, nur so sind nun mal die Regeln. Wer die Regeln nicht einhält, der wird disqualifiziert. Und es hat ja auch gestern in der Qualifikation einen ganz guten alten Bekannten erwischt, nämlich den Wladimir Zograski. Der ist ja auch mal erneut gestern schon disqualifiziert worden. Das ist dann, glaube ich, das 10. oder das 11. Mal. Ich weiß gar nicht mal. Ich glaube, das reicht nicht. Du, 14, 15. Gerd, ich weiß gar nicht, warum der das immer wieder macht. Der steht doch schon im Guinness-Buch der Rekorde. Hm. Naja, wissen wir nicht. Aber vielleicht kommen wir mal zum Sport zurück von heute. Ja. Oder? Denn das war schon ganz große Klasse. Wenn wir in die Liste schauen, habe es extra nochmal rausgeholt. Die ersten drei sind jeweils in ihren Durchgängen auch die besten gewesen. Also der erste, zweimal erster, Domen Preutz, Daniel André Tande, zweimal zweiter. Und dann der Stefan Kraft, zweimal dritter. Also da war das klar verteilt. Und ja, die setzen sich schon ein bisschen ab. Also vorne die ersten beiden, Domen Preutz sowieso. Gut, also kommen wir nochmal zu den Deutschen. Also, wenn der Markus, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, na gut, wäre der Vater Millionär, wenn er im ersten Durchgang genauso springt wie im zweiten, dann ist er ganz von dabei. Dann wäre er wenigstens Vierter. Wenigstens Vierter. So ist er mit diesem zweiten Sprung hochauf zufrieden. Es kann natürlich immer wieder passieren, dass mal einer nicht so hundertprozentig funktioniert, aber ich glaube, das war auch schon in Klingenthal der Fall. Ja, vielleicht kommt er heute noch mal zum Interview. Wir haben ihn angefragt. Wir sehen, er ist noch in der Kabine und zieht sich um. Mhm. Woran das liegt, vielleicht will er auch ein bisschen mehr. Aber aus meiner Sicht muss er es ja gar nicht übertreiben. Er weiß ja, was er drauf hat. Also er muss gar nicht das Schippchen noch mehr drauflegen. Ja, wenn man im Wettkampfmodus ist, ist das von außen dann leicht gesagt. Nimm mal dich also nicht zurück, aber mach einfach das wie im Training, ja, wenn es so einfach wäre, das so umzusetzen. Woran glaubst du, liegt es, dass ich will mal eine Wortschöpfung prägen. Der König, Severin Freund, ist nicht ganz stabil. Die Kronprinzen, Wellinger und Freitag, finden den Weg zum Thron nicht so richtig. Jetzt müssen andere einspringen, das tun sie ja auch. Auch Geiger springt sehr stark, Laie ist absolut in Ordnung und eben der Markus Eisenbichler. Ist das eine Momentaufnahme? Wie wir gesehen haben, ist es eine Momentaufnahme. Morgen ist ein neuer Tag, logisch. Ja, wieder 5 € ins berühmte Schwein. Ne? Hm. Und man muss es vielleicht ein bisschen differenziert sehen. Severin Freund hat einen Einstieg nach Maß gehabt, aber wie er auch gesagt hat, das ist nicht so geplant gewesen. Natürlich kann man sich nicht gegen Platz 1 und 2 wehren, nimmt man gerne mit. Aber er muss sich eben seine Sprünge noch zu viel erarbeiten. Also er muss noch zu viel so reinbasteln. Es ist das System oder dieses Mosaik, dieses Gesamtbild ist nicht zusammen. Also da fehlen ein paar Puzzleteile. Und deshalb ist es relativ schwierig. Was mir allerdings sehr gut gefallen hat, ist, dass er sich gesteigert hat. Also er hat sich gesteigert vom Training zum Wettkampf heute. Und ich habe auch kurz nach mit ihm gesprochen. Er ist gar nicht so unzufrieden und das kann dann auch mal schnell gehen. Ja. Bei einem André Wellinger, okay, der sucht wirklich auch so seinen Sprung. Aber Gerd, auch beim Andi stellen wir fest, dass ein Sprung meistens schon relativ gut ist, aber zwei bekommt er noch nicht auf die Reihe. Das ist eben diese berühmte oder oft zitierte Stabilität, die da fehlt, um das abzurufen. Und kurioserweise ist es häufig im Skispringen so, dass wenn man richtig gut in Form ist und macht vielleicht dieselben Fehler, die man jetzt macht, wenn man nicht gut in Form ist, gehen die Sprünge trotzdem noch so weit. Und wenn man eben die Form so ein bisschen sucht, fehlen dann gleich mal 4-5 Meter. Einer sah heute ein bisschen aus wie Leiden Christi. Hm? Ja. Der war nun oder ist wirklich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, der Richard Freitag.
Leider ist er so ein bisschen kränklich, also verschnupft. Also sagt zwar, er ist ja immer ein Sportler, sagt, daran liegt es nicht, aber er fühlt sich halt nicht so besonders. Aber was eigentlich dahinter ist, nicht nur die Krankheit, sondern eben auch er hat dieses Gefühl nicht. Also teilweise ist es so, dass er ins Videobild schaut und sieht dort was anderes als sein Gefühl ist. In den guten Zeiten oder wo er erfolgreich gesprungen ist, ist es bei ihm eben so, dann sagt er, er braucht keinen Trainer, dann weiß er genau, zu früh, zu spät, das und das habe ich richtig oder falsch gemacht. Und diese Situation findet er leider nicht vor, aber ich kann nicht beruhigen, da gibt es noch einen im Feld, dem das genauso geht. Und das war eben auch eine Zuschauerfrage. Wir haben ja gesagt, Sie können uns auch posten und fragen. Du meinst bestimmt den Peter. Mhm. Den Peter Breutz. Also wir haben eine Frage bekommen. Wir sollen doch mal was zu Peter Breutz sagen. Natürlich ganz kurz mit ihm gesprochen und er sagt selber, das ist eben ähnlich. Also ganz einfaches Beispiel. Peter Breutz ist der Meinung, er sitzt tief in der Anfahrtshocke. Richtig tief. Und dann schaut er ins Videobild und sieht, dass er viel zu hoch sitzt. Ja, das sieht er dann, aber er kann es trotzdem derzeit nicht abstellen, nicht umstellen. Ich habe ihn gefragt, seit wann ist denn das so? Markus, komm dazu! Das. Und? Ja. Na, dann, wenn der Werner schon da ist, können wir den Werner auch kurz Werner. Fragen, wenn er Zeit hat, der Werner. Der Werner. Aber wenn ich das noch ganz kurz... Hat der Werner Zeit? Breutz zu Ende, bis der Werner ordentlich gerichtet ist. Markus noch, oder? Ja, wir brauchen den Markus noch. Wir sind live drauf. Jetzt brauchen wir dich. Ja. Bringen dann den Markus. Ja, da, bleib doch mal hier. Das kann, ja. Herrgott, ja, so sind sie, ne? Ja, das ist eben bei uns so. Ja. Da kann jeder wirklich dazukommen. Ja. Und also er sitzt zu tief und dieses Bild passt nicht zusammen. Und das hat sich eigentlich so ein bisschen eingeschlichen in Kuusamo. Davor war noch alles in Ordnung und in Kuusamo ging das los. Und er sagt, es liegt nicht am Ski, es liegt nicht am Schuh und so weiter. Es liegt einfach nur an ihm, ja, dieses kleine Nur. Ja, das begreift der Normalsterbliche, der begreift das eigentlich gar nicht. Der sagt, Mensch, das ist doch alles wie in Erz gegossen. Der braucht doch nur das wieder zu machen, was er im letzten Jahr gemacht hat. Das versucht er ja auch, aber er kriegt es eben nicht hin. Er bekommt es nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. Ist es ja so, man hört sich einfach an und sagt, ja, setz dich halt mal tiefer hin, so schwer kann es doch nicht sein. Aber trotzdem verändert er dann die Position und hat einfach nicht das Gefühl dazu. Er meint, er sitzt tief, aber er sitzt nicht tief in Wirklichkeit. Er ist ja, du hast mit ihm gesprochen, ich habe auch Smalltalk gemacht und er sagt, nicht so schlimm, bleib doch in der Familie. Ich bin da nicht so hundertprozentig überzeugt, ob er das so ernst meint. Gut, das wird vielleicht die Zeit zeigen. Aber auch da, wenn man konnte in den Tag abschauen, da gibt es ja noch den dritten Breutz. Den Zähne. Den Zähne. Und der hat ja heute zum zweiten Mal gewonnen im Conti Cup. Also es kann durchaus sein, dass wir vielleicht schon in Engelberg... Was lange währt, wird gut hier. Ja. Servus. Ja. Wo warst du denn? Gratuliere. Wo warst du denn? Wir haben sehnsüchtig auf dich gewartet. Hast du es vergessen? Nein, natürlich habe ich es nicht vergessen. Ich habe nur mein Zeug zusammengepackt und jetzt bin ich bereit. Hast dein Zeug gemacht. Da kenne ich einen vor Jahren, der hat auch mal sein Zeug gemacht. Da reden wir nicht drüber. Gratulation. Zwei Sprünge von der Güte, wie der zweite war. Was ist dann? Weiß ich nicht. Dann rechnet der Computer wieder aus und dann schauen wir wieder. Ja gut, dann helfen wir dir, du wärst der Vierter gewesen. Wenn wir in die Liste schauen, rein statistisch wärst du Vierter geworden. Ja, ist aber leider nicht so. Ich habe den ersten vergeigt und bin hier einfach ein bisschen selber schuld. Irgendwann kommt's. Ich muss einfach geduldig bleiben. Ich weiß, dass ich ganz gut drauf bin und einfach mal schauen. Ich mache mir da keinen Stress. Markus, du müsstest doch eigentlich reif sein für das Podest im Einzelwettkampf, wohlgemerkt. Mannschaftlich warst du, glaube ich, schon drei oder viermal auf dem Podest, ne? Ja. Sogar mal noch mit dem Sturz. Ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, die anderen schlafen auch nicht. Und ich muss einfach schauen, dass ich mein Zeug sauber mache. Und dann rechnet das einfach der Computer aus und dann spuckt die Zahl aus. Du mit deinem Computer hier. Ja. Das ist alles zu technisch geworden. Du bist doch ein aufgewecktes Bürschel. Sag mal, wo bist du besser? Im Springen, im Schafkopfen oder im Pokern? Ich komme bloß Skispringen und Schafkopfen. Also Schafkopfen habe ich mich schon um einiges gesteigert. Aber es ist immer nur so, dass ich ein bisschen schon besser Skispringe, Gott sei Dank. Ja, und Pokern? Pokern, das Kartenspiel, das schön. Das darf nur der Weltcup-Gesamtführende. Das darf nur Dumm, der kann ja durchrennen. Ja. Und Skispringen ist auch ein bisschen wie Pokern, oder? Ja, ich sag mal so, finde ich jetzt nicht unbedingt, jeder weiß, was derjenige kann. Und beim Domen sieht man, der ist bärenstark. Und ja,
Bei mir ist es einfach nur so, ich bluff ab und zu nur ein bisschen im ersten Durchgang und dann. Ja. Ah, er blufft im ersten Durchgang. Haben wir zugehört. Ja. Er hat auch in Klingenthal schon ein bisschen geblufft, oder? Nee, ich sag mal, der erste Sprung im Klingenthal, der war auch voll in Ordnung. Er war auf einem normalen Niveau und ja, das andere, so wie der zweite, das muss dann einfach passieren und da ist immer Gott sei Dank rausgerutscht, ein guter Sprung. Und das natürlich dann leider nicht so weit vorgereicht habe, wie ich erhofft habe, aber so ist es halt einfach. Du bist jetzt die Nummer 1 in Deutschland. Bist 2 Zentimeter gewachsen? Nee, das nicht. Ich hoffe, ich bleibe immer nur so klein, wie ich bin. Ja. Der Severin, der kommt auch wieder, der ist immer nur sehr gut. Der hat eine Hüft-OP gehabt im Sommer und da muss man wirklich einen Hut davor ziehen, wie der das gemacht hat im Kusamo und auch jetzt die Wettkämpfe. Es ist ein gutes Niveau beim Sebi, glaube ich, drin und bei dem dauert es nicht mehr lang. Reden wir über dich. Andreas Kofler hat auch so ein paar Talsohlen durchgemacht. Bei dir war auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Wir haben immer gesagt, Mensch, der Markus, der ist so verbissen, der kaut das Eisen. Die Lockerheit, hast du die jetzt? Ich hoffe, ja. Also wenn man gut springt, dann ist immer die Lockerheit da. Wenn man natürlich nicht gut springt, dann versucht man irgendwie, das wieder so zu holen und dann wird es eher ein bisschen verkrampfter. Aber zur Zeit, also auch im Sommer, war es einfach für mich perfekt, wie das Training gelaufen ist, das Springen gelaufen ist. Und da kann man dann auch ganz locker sein. Immerhin die Gesamtwertung im Kontinentalcup gewonnen. Ja, das war. Wer es vergessen hat, im Sommer. Ja, das war schon sehr, sehr so gut für mich. Das war ja, da hat es sich ja mit Absicht dort etabliert. Vor allem muss man ja sehen, du hast ja dadurch deinen Startplatz ersprungen. Ne? Denn der ist ja dann garantiert. Also so ist die Absprache im deutschen Team und das ist ja nicht unerheblich. Also da mit einer gewissen Ruhe auch nochmal nach dem Sommer Grand Prix nach Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen zu fahren mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe. Ne? Ja, das stimmt auf alle Fälle. Markus, wir sind hinter dir hergerannt, wie der Teufel nach der armen Seele, um dich ans Mikrofon zu kriegen. Jetzt haben wir dich erwischt, aber wir versprechen dir, das war nicht das letzte Mal. Bisschen was musst du auch dafür tun. Ja. Ich muss gut Skispringen. Genau. Okay. Gut. So. Dankeschön, dann liebe danke. Leute. Da haben wir ihn noch erwischt, den besten Deutschen. Mach es gut. Ja, ciao. Ja. Hast du noch was Schwerwiegendes zu sagen? Ich denke nicht. Ich bin der Meinung, wir haben ziemlich viel abgearbeitet. Alles, was wir vielleicht vergessen haben, können ja die User dann bei Facebook oder auch bei YouTube noch posten. Und dann müssten wir den Zuschauern noch sagen, wenn das manchmal so ein bisschen unrund läuft, ja, das ist halt unsere Art. Da kommt der Bundestrainer an, der Schuster, dann bleibt er nicht hier, dann sagt er, der muss den Markus holen, dann bringt er den. Am Ende haben wir alles in trockenen Tüchern und so soll es sein. Genau. Und morgen sehen wir uns wieder hier. Absolut. Vor allen Dingen, es soll leicht schneien. Gut. Und dann soll der Schnee oder die Wolken abziehen und es soll sogar blauen Himmel und Sonnenschein geben. Mal sehen, ob der Veranstalter recht behält. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Aber nicht an euch. Macht's gut. Tschüss.